Hallihallo und herzlich willkommen beim Let's Play von Hexseed. Diesmal im Singleplayer, weil, nein, möchte ich nicht. Weil C-Tab nicht mehr, also es laggt ihm zu sehr und so. Möchte nicht mehr. Kann ich verstehen, es ist nur ein Hamachi-Server und ihr wisst, wie Hamachi irgendwie ein bisschen langsam ist und so. Da haben wir jetzt Singleplayer, da kann ich mich ein bisschen mehr auf das Wesentliche konzentrieren und ja, mehr zeigen und so, ohne dass jemand sofort alles sehen will und so. Okay, aber es wird nicht schlechter oder so und ich will nicht draufklicken, dankeschön. Ja, mehr Zeit zum Bauen, alles Mögliche. Also, Weltname machen wir. Let's play einfach. So, Survival. Und hier machen wir mal auf Lodge Biomes, weil ich mag nicht, wenn immer so 1000 Biome aneinander sind, so ganz klein, nicht zu sehen. Cheats machen wir an. Wir cheaten zwar nicht, aber wenn wir mal irgendwie Probleme haben, feststecken und so, kurz Game Mode anmachen, dann sind wir wieder frei und dann wieder ausmachen. Und Bonus Chest brauchen wir. Machen wir mal an. Ist immer gut am Anfang. Und probieren wir mal. Schauen wir mal, ob es eine gute Welt ist. Wenn es viel mehr hat, neue. Und wenn es viel Eis hat, neue. Hab's sonst nicht. Es geht ja schnell, immer wieder eine neue zu machen. Und wir haben, wow, alles grün, cool. Spawn, so, gut, hier haben wir überall fliegende Inseln, irgendwo hier. Scheinbar im Boot drin. Ja, es leckt ein kurzes Moment am Anfang, das ist normal, weil hier überall Dungeons und so spawnen. Jetzt weiß ich nicht, wie die ist. Aber egal. Das Buch brauchen wir momentan nicht. Gehen wir hier runter. Und sammeln ein wenig Holz. Also in Hexseed gibt es noch viel zu entdecken. Wir haben nur einen Bruchteil gesehen. Und ja. Ich werde Schritt für Schritt alles mal durchmachen und zeigen. Ich kenne mich auch nicht bei allem aus und es kam ein neues Update. Keine Ahnung, ob es nur Bugfix war oder so, weil Hexseed bringt keine Patch-Notes raus, nichts. Deshalb bin ich da ein bisschen untererfahren. Hier gab es irgendwo Büsche. War das das? Das war der Baum hier. Eine Trauerweide. Wir züchten uns Trauerweiden. Wir machen eine riesen Zuchtfarm. Alles Pflanzen und Tiere. Das wäre geil. Ich hoffe, mit der Soundeinstellung ist alles normal. Weil mein Herz jetzt alles wieder resettet wurde. Ich musste es an den USB-Slot tun. Weil irgendwie funzte das Headset über diesen USB-Slot nicht. Keine Ahnung. Jetzt bin ich ein bisschen hinten dran. Jetzt werde ich mal schauen, dass ich viel Hexseed aufnehmen kann. Und dann auch Regnum und so. Damit ich wieder an Videos komme. Was ist das? Eine Creeperblume. Ist das nicht die explodiert? Also Hexseed ist schon, ich finde ich den Geist, der Geist, das Geist der Modpack und ja. Wird sehr viel Spaß machen. Also dann schauen wir mal. Ein Crafting Table müssen wir machen.
So. Nicht rauswerfen. Machen wir uns eine Spitzhacke. So, dann brauchen wir Stein. Ich will gerne hier bleiben, damit die Blätter, also die Setzlinge spawnen. Scheinbar noch. Ah, hier ist jetzt die Insel, die war unsichtbar und war die einfach zu weit oben. Irgendwie bauen die sich nicht ab. Doch, sie bauen sich ab. Aber sehr langsam. Ich brauche noch ein paar. Drei. Kommen noch ein bisschen. Können wir weitergehen. So. Okay. Gut. Wir gehen hier irgendwo in den Berg rein. Ja, Eisen ist jetzt noch zu früh. Da ist Kohle. Mit Lichtfehler. Ah ja, die Kiste muss noch irgendwo sein. Müssen wir schauen. Ich habe es jetzt einfach mal genommen, weil wahrscheinlich ein paar Tinker-Konstrukt-Sachen drin sind. Oder andere von den Mods. Aber sonst fange ich eigentlich die ganze Zeit ohne Kiste an. Ein Dorf sehen wir nicht. Bauen wir mal ohne Dorf. Wir brauchen kein Dorf momentan. Wir haben auf Peaceful eingestellt, da am Anfang einfach. Eigentlich ist nur nervt, die Krieger haben zu viel Leben. Die Bosse sind schon da und alles mögliche, also diese Rare-Gegner. Ja, Bosse sind es ja nicht. Deshalb habe ich einfach mal auf Peaceful für die ersten paar Nächte, damit man einfach in Ruhe zeigen kann und sonst Sachen tun kann. Oh. Pickaxe brauchen wir nicht, machen wir wieder rein. Äpfel, Brot. So. Schmeißen wir die irgendwo weg. So. Also ich habe so irgendwie ein bisschen Lust auf diesem Berg zu Ding, aber dann sind wir nicht so nah an den Feldern. Oder schauen wir einfach mal. Schauen wir uns. Oh, ist noch ein schöner Baum. Haben wir Steine? Ja. Dann machen wir uns doch eine Holzaxt. Eine Steinaxt. So. Und noch eine Steinschaufel. Meine Augen. Oh. Wir nehmen noch ein wenig krank. So, geht wieder. Und schaffen wir das mit einer Axt? Ja, easy. Andere Bäume brauchen mehr von der Axtkraft. Das haben wir mal. So, eine Birke nehmen wir auch noch. Gut. Wieso ist hier oben dann noch eins? Okay. So. Schauen wir mal hier oben. Ja, jetzt sogar noch Ruinen. Da sollte eigentlich ein Portal sein, aber dieses Mal nicht. Irgendwie sieht es schon schön aus. Aber wir haben hier zu wenig Platz. Ja, sieht auch ein bisschen komisch aus.
So, das reicht. Ja, viel zu wenig Platz. Okay, schauen wir uns mal. Oh, in diesem Baum dort. Wollen wir in diesem Baum wohnen? Das ist doch mal geil. Aber das, ist das nicht der, der eine Falle ist? Ich hoffe es nicht. Sonst müssen wir die umbauen. Das wäre doch mal was, in einem Baum zu wohnen. Ist es so einen richtigen Dungeon drinnen wohnen. Noch ein paar Blumen mitnehmen. So. Jetzt ist wieder ein Dungeon gespawnt. Kommen wir mit diesen Stopper. Jetzt nochmals. Können auch unterirdische Dungeons sein und so. Wir haben ja im Let's Play Together ein paar gefunden, die unterirdisch waren. Das ist nur ein Teil davon. Wird das richtig viel geben. Da ist noch ein neuer Baum. Tigerwood. Okay, da ist der Baum, okay.